damit wir da eine ordentliche Verteilung der Arbeit haben. Ja, hoch. Ja, ich brauche da schon was Größeres. Das ist ein bisschen müßig. Kaum 3 Spatenstiche gemacht, schon genervt. Nein, Spaß beiseite. Wir machen das einfach Step by Step. Das ist immer mal so nebenbei, so ein paar Schaufelstiche hier machen. Dass es nicht zu langweilig wird. Weil wenn er nur gebuddelt wird, ist es ja dann auch nicht wirklich toll. Andererseits will man natürlich auch ein bisschen vorankommen und das geht halt leider nur mit solchen Aktionen. Et voilà. So, sehr schön. Ja, wir haben auch gleich Level 15. Das heißt, mit Level 15 können wir das Schaufeln auch verbessern. Wie gesagt, ich glaube, Schaufel und Spitzhacke sind jetzt am Anfang somit die wichtigsten Sachen, die wir brauchen. Auch wenn es 1000 andere... Eigentlich brauchen wir alles, aber wir sind halt nun mal alleine. Und ich glaube, wenn wir da in Schaufeln effizienter sind und so, dann ist das schon nicht so schlecht. 30 ist das nächste. Alter Falter. Oder heißt es einfach nur, dass das weniger Kalorien verbraucht, das Schaufeln? Weil ich verbrauche jetzt kaum Kalorien. Ich weiß es gar nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Minus 12,26. Ich hätte mal vorher darauf achten sollen. Ziemlich dunkel hier unten. Hallo? Ja, und jetzt heißt es wirklich, da mal ein bisschen den Keller ausheben. Ja, das kann auch was werden. Also, ich kann euch sagen, in meiner Singleplayer-Welt, wie gesagt, die sind etwa fast auf dem gleichen Stand. Die ist vielleicht 3 Stunden Spielzeit weiter ungefähr. Weil so viel Zeit zum Zocken habe ich leider nicht, wie ich mir das wünschen würde. Ja, so ist es halt. Man muss halt Abstriche im Leben machen. Ja, dort habe ich auch eine riesen Schaufelaktion gemacht. Und es war ein bisschen zäh. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und darum machen wir das hier genauso. Und wir werden hier mit Steinelementen arbeiten. Die können wir... Wir können ja mal gucken, ob wir das vielleicht sogar herstellen können. Dass wir hier Stein nehmen. Und sagen, wir arbeiten hier mit Steinelementen. Guck mal, wie viel Zeugs wir hier haben. Wir können mal ganz kurz gucken. Der Mansory Table. Können wir da noch irgendwas optimieren vorher? Nee, ist schon Max. Also ist schon Max. Und Moritz? Kennt noch jemand Max und Moritz? Eine traurige Geschichte von Max und Moritz. Ja, sehr teuer halt, ne? Weil viel Stein da verloren geht. Andererseits kriegen wir da auch Holz. Wir können ja mal gucken. 50, 80 Stein gehen weg, Alter. 80 Stein. Für 50 Wände. Das ist mir noch ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Wo soll ich denn so viel Stein hernehmen? Hier können wir Sand machen. Warte mal, wir können Sand machen. Wir können was erforschen. Glas, glaube ich. Ich glaube, wir können Glas erforschen. Ich meine, warum wir es nicht nutzen? Ich habe Glas noch nie erforscht. Jetzt bin ich so hektisch. So, wir gucken mal. Ja, Glassworking Skillbook. 15 davon, 15 davon. Ja gut, komm, dann machen wir das. Dann machen wir wenigstens was Sinnvolles. Dann heißt das 15 von denen. Oh, ich finde schade. 2 Steine geben eine dünne Mauer. Das ist so schade, so teuer. Und, das ist falsch. Und 15 Sand brauchen wir. Da können wir den Stein ruhig nehmen. Das macht nichts. So, das läuft hier durch. Dann können wir auch schon gleich sagen, das können wir alles vorprogrammieren. Dass wir hier sagen, komm, wir bauen das ja hier gerade. Stell das mal her. Mach da mal was. Das läuft. Dann haben wir was Neues gelernt. Dann war die Nacht wenigstens nicht vergebens. Ups, die Wand im Weg. Wir müssen mal gucken. Ich mache hier drin, glaube ich, auch mal eine Lichtquelle rein am nächsten Tage.
Ich glaube, die Nacht ist jetzt schon so weit fortgeschritten, dass das, ja, es geht auf jeden Fall der Mond schon unter. So, alli hopp. Na gut. So, ich würde sagen, jetzt haben wir die eine Hälfte des Raums gleich geschafft. Wenn wir die geschafft haben, dann, ja, könnte man da quasi ein kleines Päuschen einlegen an dieser Stelle hier mit dem Raum. Weil, was wollen wir da noch alles machen? Nur Erde schaufeln ist, wie gesagt, ein bisschen langweilig. Und für die nächsten Folgen müssen wir mal gucken, wenn ihr da Ideen habt, was wir da machen sollen, wo wir uns zuerst hin entwickeln wollen. Soll ich eher auf Technik gehen, dass wir möglichst früh Technik erringen? Oder soll ich eher vielleicht mal eine Mine ausheben? So könnt ihr das natürlich jederzeit unter die Kommentare schreiben. Nur bitte verratet nicht unbedingt irgendwelche Geschichten. Muss ich aber sagen, meine Community hier, die ihr hier seid, ist bis jetzt top. Hat es doch nie solche Probleme gegeben mit Spoilern oder sonst irgendwelchen Dingen. Aber es kommt natürlich auch mal neue Leute dazu, die vielleicht sich nicht wissen, wie ich mir das vorstelle, wie man zusammen spielt. Nämlich so, dass man Dinge zusammen erforscht und ja, darum sage ich das dann halt lieber ganz gerne so alle paar Monate mal. Ja, kann man so sagen. Ganz häufig sage ich es ja nun wirklich nicht. So, die Reihe machen wir dann noch und dann würde ich sagen, haben wir es erstmal geschafft. Dann würde ich auch eine kleine Pause machen. Und ja, dann würden wir mal gucken, ob wir eben die Feiertage übrigens, falls jetzt jemand sagt, so, ja, es ist doch jetzt Ostern, die Karwoche ist, also Karfreitag und so weiter, kannst du da nicht stundenlang spielen und keine Ahnung was. Nee, kann ich nicht, kann ich wirklich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich werde das erste Mal in meinem Leben nach, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Ortschaft jetzt gerade heißt. Ich erzähle euch einfach später. Ihr kennt das ja, ne? Ich erzähle euch ja eh dann im Nachhinein, was wir fahren. Auf jeden Fall so ein Weingebiet und ja. Weil über sieben Ecken kennen wir da jemanden, der stellt uns die Wohnung kostenlos zur Verfügung. Also echt cool, ja. Brauchst kein Hotel, kein gar nichts. Dann haben wir noch jemanden, der uns da mehr oder weniger hinfährt. Dadurch haben wir ja quasi keine Kosten und haben dann ein schönes Wochenende in der Ecke. Wie gesagt, werde ich mal berichten, wo das war und was das war. Weiß ich gerade auswendig gar nicht. Aber auf jeden Fall kann ich darum an den Karwochenende zu Ostern und so nicht streamen. Ja, das ist halt leider so. Gut, ich würde sagen, wir machen die Erde noch raus, Holz noch rein. Und dann haben wir das auch geschafft. Wobei ich überlege, ob wir in der Küche vielleicht mal mit Steinen arbeiten. Vielleicht machen wir noch gar nichts rein, überlegen uns das bis zum nächsten Mal. Würde ja gehen. Aber jetzt so nach 2 Stunden, boah, braucht man eine kleine Computerpause mal. Das ist, na, ist ja so standardmäßig 2 Stunden Streame. Und die nächsten Folgen werden dann, mal gucken, wahrscheinlich nicht im Stream entstehen, sondern eher wieder Singleplayer-Aufnahmen sein. Also zwar von diesem Spielstand, aber ich meine halt, mit Singleplayer meinte ich gerade, ich, mir wird schlecht, nein. Meinte ich, dass ich die nicht auf YouTube streamen werde, sondern ganz klassisch offline spiele. Gut, das haben wir. Sieht ja nicht schlecht aus. Ich meine, wenn ich jetzt hier so viel quatsche, kann ich da auch ein, zwei Spatenstiche mehr machen. Und dann gucken wir mal, wie das nächste Mal. Und dieser Berg, den tragen wir da ab. Also keine Sorge, den werden wir da recht schnell los. Dann gucken wir mal nächstes Mal, ja, was ihr euch vielleicht auch so wünscht. Ich glaube, so eine Mine ist gar nicht so unklug. Allerdings, ja, weiß ich nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, auch eine Mine machen. Ich weiß es nicht. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal rein, welchen Weg wir einschlagen sollen. Ich würde sagen, an dieser Stelle, ich quatsch mich hier um Kopf und Kragen. Ihr kennt das, ne? Ich zögere einfach Zeit raus, damit ich ja noch fertig werde. Nee, mache ich jetzt aber nicht. Ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle auf. Wir gehen hoch zu unserem schönen Balkon oben. Und dann lassen wir den Tag hier ausklingen. Ein Spatenstich können wir noch. Dann haben wir hier. Ich mag es immer, wenn alles gerade ist. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, dann danke ich fürs Zugucken auf jeden Fall. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Empfehlt doch auch gerne mal den Kanal weiter, wenn es euch gefällt. Und wenn euch was nicht gefällt, ist das natürlich auch nicht schlimm. So wäre es nur ganz toll, wenn ihr schreibt, hey Xeron, das und das würde ich mir anders wünschen. Da kann ich mir übrigens Gedanken machen, ob das umsetzbar ist und das auch mit meinen Vorstellungen zusammenpasst oder halt nicht. Ich habe die Fackel vergessen. Naja, egal, Fackeln in Sturm. Ja, auf jeden Fall, ja, bleibt mir nichts zu sagen als danke fürs Zugucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Ico. Gehabt euch wohl und ein schönes Wochenende, beziehungsweise ich weiß gar nicht, welchen Wochentag die Folge rauskommt, auf YouTube als Let's Play. Euch einen schönen Tag. Also, macht's gut, ciao. Euer Xeron.